Hallo Freunde und herzlich willkommen zu der Planet zu Beta. Ja, es ist jetzt soweit. Seit einer Stunde ist sie draußen. Ich habe sie jetzt heruntergeladen und habe jetzt gerade noch ein bisschen telefoniert. Und habe schon mal gestartet, die Grafik hochgedreht. Natürlich, muss ja sein, ne? Also könnt ihr mal oben reingucken in die Grafikeinstellungen. Hier steht alles erhöht, ultra an, bla bla bla. Halt alles schön hochgedreht, ne? Und ich habe den Charakter schon mal erstellt. Wir klicken hier auf Fertig. Was geht jetzt ab? Und setzen mal das Hauptquartier fest. Und ich würde sagen, wir ziehen hier hin. Bist du sicher? Du kannst dich überschreiben. Ja, dann ist es eh wurscht. Aber ich sitze da ungefähr. Nee, warte, stopp! Kann ich dich nochmal bitte verändern? Ich habe mich gerade an der Position geändert. Ich wollte dahin. Ja, ja, okay. Okay. Du bist bereit, Franchise zu gründen, baue einen Zoo auf der ganzen Welt, züchte Tiere und entlasse sie in die Wildnis, aber vernachlässige die Besucher nicht. Szenario: Starte eine Karriere in der Zooverwaltung, nimm abwechslungsreiche und zunehmend schwierige Szenarien an, in Angriff und finde heraus, wie du weit kommst. Ich bin dafür, wir bauen unseren eigenen Beta-Zoo und das Szenario machen in meinem eigenen Let's Play dann oder in Streams. Weil ich glaube, wir können uns besser austoben in dem. Da wird es so wahrscheinlich so. Obwohl, Tutorial wäre schon schlau, ne? Wir gehen ins Szenario ran. Heimschule im Anwesen. Goldwyn House. Neustart. Da fehlt gleich noch ein Bild. Aber starten wir jetzt einfach mal. Ich bin so gehypt auf dieses Spiel. So gehypt und ich bin jetzt echt gespannt, wie gut es ist. Und ich werde diese Beta jetzt aussuchten. Bis zum geht nicht mehr. Ich bin echt. Oh. Ja, da sind wir ja. Oh, es leckt irgendwie. Ah, hi, Ad Emmatu. Oh, tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Hi, Bernie! Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Okay, ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Oh. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Ach du Heiliger. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Okay, ja. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut, ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Okay. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch. Bin ich gerade. Versuch gerade irgendwie herauszufinden, wie gut die Grafik ist. Weil die Bilder schon. Ursus Arctos Horribilis. Dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Wow. Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Was ist denn die Tierkamera? Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Mhm. So, jetzt bin ich hier schon. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier. Wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird.
Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Ich glaube, ich habe schon kapiert. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Cool. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Ah, okay. Okay, finde das gegeben westamerikanische Löwen. Wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Okay, andere Seite des Zoos. Da sind sie. Löwis! Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die Berberlöwe der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zum Warzenschweingehege und schauen, was es da zu tun gibt. Warzenschweingehege. Warte, hier steht, finde das leere Gehege. Ist das das leere Gehege? Warzenschwein da. Das ist ein netter Bereich für Warzenschweine, aber etwas fehlt noch. Warzenschweine? Ja, die Warzenschweine. Zwei, um genau zu sein. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Ja, okay, also ich muss euch, das ist der Preis, die kosten, oder was? Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Aufnehmen. Klicke sie an und wähle Kaufen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte geleert. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Ach, wieso denn nicht? Das wäre witzig. So, okay. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch im Handelszentrum platziert, wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Versand geplant? Zu senden oder auch? Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Tierpfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Tierpfleger jetzt machen. Ja, da will ich jetzt gerade zuschauen. Wo sind denn die? Also hier läuft so ein Hi-Pi rum. Warte mal, der hat schon eins. Wie du sehen kannst, sind unsere Tierpfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Muss auch hier drauf gucken, oder? Setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen: Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Mhm. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Ja, ja, mal ganz ruhig. Errichte eine Futterstelle. Kümmern wir uns zuerst den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Okay. Habe ich gemacht. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Erhöht den Wert lebensqualitativer Spielzeug für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Okay. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Moina, hier, das ist, die hat sich gerade gerollt, weil das Gelenk. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg, deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Aber finden den markierten Bereich. Markiert. Da ist ja noch nicht mal ein Zaun gebaut gewesen. Da war ja was. Zuerst müssen wir hier einen Gehegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Barriere? Jedes Gehege muss einen Eingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen?
Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Außerhalb des Platzierungsbereichs. Was sind außerhalb des Platzierungsbereichs? Hä? Ach so, hups. Gut. Also, okay. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Okay, ja, habe ich kapiert. Wird das jetzt hier so drum biegen? So. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du sieht doch jetzt keiner die Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können. Zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Hä? Warte mal, was? Hä, warte mal. Ein Teil des Zauns... Warte mal. Hä? Barriere? Glaszaun? Ich kann den senken. Ach, das ist cool. Ich kann den senken zum Beispiel. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Ja. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Ah, also wenn das jetzt, ich es jetzt so richtig verstanden habe, gewinnen wir zu 90% davon. Gut, du hast das Gehege fertiggestellt. Höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch vier für hier. Viel, ihr seid ja wahnsinnig. Der ist ja richtig schweinend. Was ist mit dem? Partner vergleichen, aufnehmen. Geht es nicht auch schneller, dass ich hier irgendwie sage, so, yo, nimmt mal hier. Dann müssen wir jetzt, kann ich nicht alle, alle vier auswählen. Ha. An Zoo senden. Während wir warten, dass sie von den Tierpflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Okay. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Ich wollte da kein Herz hinzufügen, ich wollte eigentlich nur das da auswählen und Tier platzieren. Was ist das denn? Futterspende, Wasserdruck klein. Futterschlüssel groß. Bronze, wuhu! Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 km/h schnell laufen können? Hoffentlich reißen die nie aus. Die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen würden uns ruinieren. Okay, der hat echt einen komischen Humor. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Radarfallenwitz gemacht? Echt jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Okay. Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor, deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Das ist die kleinen. Was ist der Unterschied dazwischen? Das ist eine fertige Hütte, oder was? Also, wo soll ich die jetzt überhaupt platzieren, Leute? Bau eine Einrichtung Tierpflegerhütte. Ach, da hinten wollte, dass ich das platziere. So, aber wie drehe ich denn das nochmal? Oha, was ist jetzt los? Was hab ich denn jetzt gemacht? Halleluja! Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person.
Okay. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Das war schon klar. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Einen Transformator. Ei, Captain Kolumna hier. Geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Also ich kann hier die Höhe verstellen. Ich würde aber noch gerne so einen Knopf fürs Drehen haben. So. Wie ungültige Rotation. Halt doch deine Klappe. Du sagst hier ungültige Rotation? Wieso sagt denn hier ungültige Rotation? Ich krieg kein... Was? Weil er so rumstehen muss. Ausgezeichnet. Ja. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Finde markierten Bereich. Und weil Bereich. Du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu. Den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Also, Moja. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Aus Holz und Beton. Mach dich an die Arbeit und baue es. Und vergiss nicht den Gehegeeingang. Es empfiehlt sich, den Eingang in der Nähe einer Pflegerhütte zu platzieren. Zufällig befindet sich eine recht nahe am Handelszentrum. Recht nahe? Warte mal, Handelszentrum. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja, das habe ich jetzt schon kapiert, dass die Tiger gesehen werden sollen. Also warte mal, ich soll jetzt Gehege bauen. Gehegeeingang soll ich... da platzieren. So. Da ist das hier wurscht. Da ist es hier wie war wurscht. Ay caramba, das hat wieder nicht so ganz funktioniert wie geplant. Warte mal, hä? So, und jetzt könnte ich doch rein theoretisch hier draus Glas machen, ne? Wenn ich sag so, und dann machen wir die Ecke wieder aus Beton. Hier eine Glaswand. Kann ich auch mit, also so feste Ecken machen? Geht das auch oder ist das hier unmöglich in diesem Spiel? So. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Aber noch höher? Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Ja. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken.
Super. Markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehege-Umzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 4 Meter ein. Was? Wie? Wo? Hä? Wie? Hä? Los? Stopp, nochmal von vorne das Ganze. Ich check's jetzt gerade nicht so ganz. Also die wollen, dass wir den Zaun erhöhen. Dialog wieder, und ich habe das gerade irgendwie nicht so ganz verstanden. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür ja, das ist soweit mir schon vorgekommen. Die Höhe der Umzäunung anpassen. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Ah. Stelle die Höhe auf mindestens 4 Meter ein. Auf mindestens 4 Meter? Was ist denn das für ein Viech? Gut, die Einfassung ist fertiggestellt. Ah. Der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Nimm 2 Exemplare von Königstiger auf, okay? 5000. Alle 2 auswählen, an Zoo senden, hierhin. Während die Tiger von unseren verlässlichen Pflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Ja? Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platzieren eine passende Futterstation für sie. Es wird ja eh wahrscheinlich das Esstablett sein, das schätzen wir jetzt mal hier vor. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ja? Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Aufgewühltes Wasser kann man... Och, schön, jetzt haben wir ein Stückchen Wasser. Ja, das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? So, ja, hier so eine Futterschüssel. Hier kommt so eine Reibebockel langsam hin. Langsam nimmt hier alles Formen an. Ach also, nee. Die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Okay, Leute, aber es sind schon 23 Minuten. Ich hoffe, euch hat diese erste Folge gefallen. In der nächsten Folge wachen wir weiter und schauen, was wir da noch machen müssen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!